Was passiert, wenn die Fed auf die Bremse tritt? Welche Bereiche an den Aktienmärkten werden gut laufen und welche werden weniger gut laufen? Da will ich mal einen Blick in die Börsengeschichte werfen und den aktuellen Stand der Dinge ein bisschen auf den Punkt bringen, zumal die Fed nach den gestrigen Inflationsdaten völlig klar gemacht hat, was kommt. Also das ist keine Überraschung und der Blick in die Vergangenheit zeigt uns, wie man sich vielleicht positionieren kann. Ich gebe hier keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Ich blicke nur in die Vergangenheit. Die Schlüsse müssen Sie daraus ziehen oder müssen Sie selbst daraus ziehen. Zunächst mal, die Fed hat sich gestern noch geäußert, hier in Gestalt von James Bullard, St. Louis Fed, 4 Zinsanhebungen in 2022. Jetzt wahrscheinlich, sagte er, wir können die Liquidität ohne größere Disruptionen praktisch reduzieren, so sagt er weiter. Damit spielt er auf die Bilanzsummenreduzierung an. Und also sehr, sehr hawkisch, was James Bullard hier gesagt hat, das war schon ein ziemlich eindeutiger Text. Und dann wenig später Harker, eigentlich ein tendenziell dovisches Mitglied, der gesagt hat, ja, also mindestens 3, vielleicht mehr als 3 Zinsanhebungen noch in 2022, also ziemlicher Klartext. Gestern hatte schon Mester Ähnliches gesagt, vor allem Kernsatz, es gibt keine Tabus in Sachen Bilanzreduzierung, das inkludiert eben auch, dass man einfach bestehende Anleihen, die man im Depot hat, schlicht verkauft, bevor sie ihre Laufzeit erreicht haben oder das Ende ihrer Laufzeit erreicht haben. Das ist sozusagen die nukleare Option, wenn man so will, die einzige, die so ein bisschen dovischer daherkommt derzeit, ist Daily. Die sagt, ich will jetzt nicht so spekulieren, wie viele Zinsanhebungen wir machen werden. Da sollte man sich nicht gegenseitig übertreffen. Aber Daily ist derzeit die einzige. Die anderen sind relativ eindeutig, was da zu erwarten ist. Warum ist die Fed so klar positioniert in Sachen Inflation? Simpel, denn es ist schlichtweg so, dass hier die hohen Arbeitskosten, die durch diese Inflation entstehen, die Arbeitnehmer brauchen Kompensation für die gestiegene Inflation, die können sie durchsetzen. Das wiederum schneidet in die Profite der Unternehmen rein. Jetzt sehen wir, dass eben aber die Reallöhne, also die Löhne minus Inflation, fallen. Das sorgte für einen Abfall des Konsums, Verbraucherstimmung deshalb sehr schlecht. Die Leute verlieren also Kaufkraft. Und jetzt sehen wir, dass dann die Unternehmen, wenn die Löhne zu stark steigen, dann letztendlich Leute entlassen müssen und bums, haben wir eine Rezession. Genau das ist jetzt die schwierige Gratwanderung. Für die Fed, wie kannst du irgendwie auf die Bremse treten? Wenn du es nicht tust, wird die Inflation sowieso zu einer Rezession führen. Wenn du auf die Bremse trittst, musst du so machen, dass du nicht automatisch so auch eine Rezession auslöst. Also praktisch unlösbar, dieses Problem. Wir sehen jedenfalls hier, dass für die kleinen Unternehmen die Inflation das größte Problem ist oder so groß ist, ein so großes Problem ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deswegen sagt eben Lael Brainard, die heute ihre Anhörung vor dem US-Senat hat, wir hatten ja Jerome Powell am Dienstag, der dort praktisch angehört wurde, anlässlich seiner neuen Nominierung. Jetzt wird Lael Brainard ja Fed-Vizechefin, da wird sie vor dem Senat angehört. Sie hat dann einen Text bereits veröffentlicht zu ihrer Anhörung, wo sie gesagt hat, die Inflation ist zu hoch. Das ist ein richtiges Problem für die Leute, die eben Monat für Monat ihre Löhne bekommen. Und unsere Geldpolitik ist focused on getting inflation back down to 2%. This is our most important task. Also wir sehen ganz klar Inflationsbekämpfung als oberste Priorität jetzt der Fed. Ziemlich eindeutig, da gibt es eigentlich keine Fragen mehr. Man kann also jetzt hier davon ausgehen, was kommen wird. Heute bekommen wir, by the way, auch die Erzeugerpreise aus den USA. Letzten Monat 9,6%, diesmal und in diesem Monat, respektive aus dem Dezember, 9,8% erwartet, also eine weitere Steigerung. Und unten sehen wir mal hier die Befragung der kleinen Unternehmen in den USA. Was ist dein größtes Problem? Und da sagen so wenige wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ja, wir haben Probleme mit den Verkäufen. Also die Nachfrage ist da. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist woanders. Das Problem sind die Kosten. Das Problem ist das Angebot. Und das wollen wir uns hier mal anschauen. Wir sehen also, dass die Unternehmen absolute Preissetzungsmacht haben. Wir sind jetzt auf ein neues Hoch gestiegen, was diese Preissetzungsmacht der Unternehmen betrifft. Tendenziell
spricht das für eine Verstetigung von Inflation. Wir sehen, dass die Unternehmen bereit sind, ihre Arbeitnehmer so gut zu bezahlen wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Steigende Löhne spricht für eine Lohnpreisspirale, stetige Inflation. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Energiekosten massiv gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahr. Und wir haben ja jetzt dann bald die Daten aus Januar, Dezember, März, das sind dann Vergleiche zu den Vorjahresmonaten in den USA, wo die Inflation extrem niedrig war, teilweise sogar deflationär war. Erst ab April geht es so langsam wieder mit der Inflation nach oben im Jahr 2021, also die Vorjahresvergleiche, die Basiseffekte werden sehr ungünstig bleiben. Jetzt sehen wir hier, dass Natural Gas, also Erdgas, 85% gestiegen ist zum Jahr davor und Öl 55% gestiegen. Das spricht nicht gerade für Peak Inflation, die manche schon sehen wollen. Das war auch der Grund, warum die Aktienmärkte gestern so, naja, freundlich waren, kann man sagen, weil man sich gesagt hat, naja, hätte schlimmer kommen können und ist wahrscheinlich das Peak, aber ist sehr wahrscheinlich nicht das Peak. Das versuche ich in diesen Grafiken hier zu zeigen. Jetzt zum Beispiel sehen wir auch an den US-Häfen massive Probleme. Der Schiffsstau hat sich noch weiter verschlimmert. Die Wall Street sagt ja immer, oh, löst sich auf, JP Morgan ist hier ein super Kandidat, wird alles besser mit der Supply Chain. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen so viele Schiffe, sowohl vor der West- als auch vor der Ostküste in den USA, die nicht abgefertigt werden. Die warten darauf. Hier ein Brancheninsider, diese Bottlenecks, Shipping Bottlenecks. It's getting worse, es wird schlimmer, nicht besser. Hier sehen wir mal dann auch die Anzahl der Schiffe, die vor den Küsten warten, ist jetzt auf einem neuen Allzeithoch. Maersk hatte ja kürzlich gewarnt, dieser Container-Schifffahrtsriese, dass die Probleme sich eher verschärfen als verbessern. Und wir sehen jetzt zunehmende Probleme auch in China. Denn da ist es so, dass ja Teile des Hafens Ningbo, Zhejiang, gesperrt sind aufgrund Corona, Omikron-Ausbruch. Oder zumindest Corona-Ausbruch. Und das bedeutet, dass die Schiffe versuchen dann in Shanghai, dem weltgrößten Hafen, anzulaufen, sodass sich der Schiffsstau in Shanghai weiter verschlimmert. Jetzt hat es auch einen Omikron-Fall in Dalian gegeben. Dalian ist Richtung Nordkorea, so im Nordosten Chinas, der zentrale Rohstoffplatz. Da gibt es auch eine Rohstoffbörse. Und da ist der Rohstoffhafen schlechthin für China. Wenn der Hafen gesperrt würde, wäre das nicht allzu schick. Das würde dann diese ganzen Lieferkettenprobleme verschärfen. Kommen wir jetzt mal zu den Märkten. Wir sehen etwa, dass Goldman Sachs ja einen Equity Sentiment Indicator herausgibt, der derzeit ziemlich negativ ist, also ziemlich pessimistisch ist. Die Frage ist, was sagt uns das? Wir sehen auf der anderen Seite, die Privatinvestoren sind auch pessimistisch. Hier nur 24% Bullen, 38% Bären, ungewöhnlich. Negatives Sentiment, Fear and Greed Index zumindest jetzt noch bei 64, also aus dem lässt sich das nicht ableiten. Aber klar, es ist so ein bisschen jetzt, diese Klarheit der Rallye seit dieser hawkischen Wende der Fed ist natürlich weg. Das haben die Leute begriffen. Wir sehen hier etwa mal den Nasdaq Composite, der ja über 3300 Werte enthält, ist gestern unter seine 200-Tageslinie gefallen. Da hat die dann gehalten und ist wieder an seine 100-Tageslinie gelaufen, von dort abgeprallt. Das ist für die Amerikaner sehr wichtig, diese gleitenden Durchschnitte. Wir sehen hier negative Divergenz, Nasdaq Advanced Decline. Das heißt, wir haben nach wie vor schlechte Marktbreite, die wir hier sehen. Und wir sehen beim S&P 500, dass wir unter ziemlich hohem Volumen nach unten gekommen sind und wie auch gestern unter sehr schwachem Volumen gestern nach oben gekommen sind. Schwaches Volumen, obwohl ja wirklich die Investoren, die Spekulanten gewartet haben auf die Inflationsdaten gestern. Immerhin sehen wir, dass gleitende Durchschnitte, etwa der 50-Tages-Durchschnitt gehalten wurde, also das ein Pro für die Bullen. Da ist man wieder drüber gelaufen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wie gesagt, wenn wir jetzt einen schwachen Tag heute sehen sollten unter hohem Volumen, dann wäre das ein ziemlich eindeutiges Zeichen. Wir haben gestern profitiert, oder die Aktienmärkte haben profitiert von dem Fall der 10-jährigen Rendite, aber das könnte ein Intermezzo gewesen sein. Wir waren ein bisschen überkauft hier bei den Renditen, respektive überverkauft bei den Anleihen. Also die Kurse sind dann eben letztendlich ein bisschen gestiegen wieder, sodass die Rendite gefallen ist. Aber das sieht jetzt nicht aus wie der Short des Jahrhunderts, den man hier sieht, oben bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Unten aber den Dollarindex, der deutlich unter Druck gekommen ist. Der könnte noch ein Ticken weiterfallen, findet dann Unterstützung. Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, was, wie ich getitelt habe, was eigentlich historisch
gut war, wenn die Fed auf die Bremse trat, wenn die Fed Tapering betrieben hat und was nicht so gut war. Hier sehen wir mal zunächst mal seit Jahresbeginn, was ist denn da der Fall? Da sehen wir, dass Commodities, also Rohstoffe, sehr, sehr gut laufen. Was nicht gut läuft, sind die Developed Market Treasuries und Developed Market Equities. Also wir sehen, Aktien und Staatsanleihen laufen nicht so gut. Wir sehen dann, dass die Renditen steigen, das heißt, die Kurse der Anleihen fallen. Und wir sehen, dass gestern der CRB Commodity Index auf dem höchsten Stand seit 7 Jahren geschlossen hat. Wir sehen, dass Kupfer etwa gestern, was ein sehr wichtiges Metall ist, auch für diese ganze Dekarbonisierung, grüne Technologie, braucht man fast überall Kupfer, dass Kupfer gestern einen deutlichen Anstieg verzeichnet hat unter gigantisch großem Volumen. Wenn Sie sich das mal anschauen, da ist richtig was passiert unten in der Grafik. Also da hat man sich ganz deutlich positioniert. Das dürfte und könnte weitergehen. Wir sehen auf der anderen Seite, wenn wir uns mal die Sector Returns anschauen, in diesem Jahr, seit Jahresbeginn, also Energie am besten, Finanzwerte am zweitbesten und ganz hinten Real Estate, also praktisch Immobiliensektor. Warum? Weil man eben davon ausgehen muss, dass die Zinsen steigen, die Renditen steigen, was die Kredite dann verteuert, etwa für die Immobilien. Dann sehen wir Information Technology, zweitschlechtester Wert, Healthcare, vor allem im Biotech-Sektor, drittschlechtester Geschichte. Und wir sehen, wie hier die Bank of America zeigt, dass wir jetzt so viel Geld in den Energiesektor bei ETF, bei Energie-ETFs sehen, dass in die Energie-ETFs geflossen ist oder die den Energiesektor abbilden, wie seit den Lehman nicht mehr, also wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir sehen also, dass die Geldströme sich verändern. Das Geld ist ja da, die Liquidität ist da. Bis das etwas weniger wird, wird das natürlich noch dauern. Es geht also jetzt nicht darum zu prognostizieren, dass die Aktienmärkte insgesamt fallen, sondern es geht darum zu zeigen, dass die Geldströme wahrscheinlich sich verändern werden. Das ist das Entscheidende. Und hier dürften eben Finanzwerte, Energiewerte, Rohstoffwerte, das dürften die Plays der Zukunft jetzt sein, während Technologie, dieser absolut dominante Faktor, vielleicht und wahrscheinlich ein Problem bekommen wird. Und das wird auch bedeuten, dass dieses passive Investieren in ETFs ein Problem bekommen wird, denn der Technologiesektor ist es, der die Indizes so nach oben getrieben hat in den USA, wo eben diese Tech-Schwergewichte drin sind, die möglicherweise jetzt dann nicht mehr so toll laufen werden in 2022. Hier sehen wir das nochmal. Vergangenheit, Tapering der Fed, Banks am besten gelaufen, Energy am besten gelaufen. Wir sehen, Insurance, Versicherer sind gut gelaufen. Was nicht gut läuft, ist Retailing, also Einzelhändler, Software, solche Dinge. Also wie immer praktisch dieser Technologiesektor nicht so gut. Wir sehen auf der anderen Seite Finanzwerte, Energie, Rohstoffe, Versicherungen, das sind die Sektoren, die gesucht sind. Hier sehen wir mal die Bereiche, die am stärksten eine Korrelation mit der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe haben. Banken, Finanzwerte insgesamt, Healthcare, Insurance, also Wiederversicherung etc. Besonders negativ betroffen Real Estate Utilities, also Versorger und Immobilienbereich. Versorger deshalb, weil die ja praktisch als Dividendenersatz gelten, die Firmen aus diesem Bereich. Die zahlen meistens eine hohe Dividende, sind so eine Art Staatsanleihenersatz. Wenn jetzt aber die Staatsanleihen höher rentieren, dann werden die Utilities praktisch weniger wichtig. Also das nur mal ein kurzer Einblick. Das ist keine Anlageempfehlung, wie gesagt, keine Garantie, sondern einfach der Hinweis, was in der Vergangenheit passiert ist und was dementsprechend wahrscheinlich ist, wenn A, die Inflation nicht stark abebbt, das habe ich versucht zu zeigen, dementsprechend die Fed gar nicht anders kann, als ziemlich harsch auf die Bremse zu treten. Dementsprechend halte ich das, was gestern passiert ist, vor allem im Tech-Sektor, für eine eher vorübergehende Erscheinung. Glaube ich nicht, dass das der große Trend sein wird. Das war so ein bisschen, wir spielen nochmal 2021, 2020. Das wird sich aber wahrscheinlich so nicht wiederholen. Und interessant auch, folgendes Interview mit Julian Hosp und ein Artikel dazu, warum Julian Hosp, das ist eine sehr bekannte Größe in der Kryptoszene, umgeschichtet hat von Bitcoin in bestimmte Aktien. Werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, fand ich hochinteressant, muss ich sagen, was der Julian Hosp da sagt. Muss man nicht alles teilen, aber da sind sehr, sehr interessante Gedanken dabei. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, dann schauen Sie da mal rein, werde ich, wie gesagt, unter dem Video verlinken. Und wünsche jetzt das Allerbeste, heute 14:30 Uhr der Fokus Erzeugerpreise in den USA und die Anhörung von Lael Brainard. Das werden die Highlights sein. Jetzt sage ich Servus und Ciao.